Hallo und herzlich willkommen zu Left 4 Dead 2 zusammen mit dem lieben Dunkro. Das ist der Moment, wo du Hallo sagen musst. Ich will nicht lieb sein. Hallo. Na gut, dann bist du halt nicht der Liebe. Dem süßen Sirius Pet. Hallöchen. Dem charmanten Hamster. Ich bin charmant. Okay, hi. Hamster, ja, das kann ist nicht charmant sein. Das ist jetzt so. Ja, und mir, den Kampfrussen. Ihr könnt das Let's Play nebenbei auch bei Dunkro und beim Hamster sehen. Links werden alle in der Beschreibung sein. Hoffe ich, wenn wir das alle hinkriegen. Und jo, dann fangen wir einfach mal an, oder Jungs? Ja, würde ich sagen. Ja. Können wir. Ich bin schon so. So, wenn ich mal den Startknopf finde. Wir dürfen unseren Flug doch nicht verpassen. Genau, Flug zur Hölle wird jetzt gestartet. Ja, ich muss auch noch. Ja, danke. Das Spiel ignoriert meine Dings. Start, Schuss. Ja. Egal. Das Recht der Mehrheit. Eben. Wir waren zu dritt. Wir drei wollen los. Ja. Ja. So. Ihr Flug hat Verspätung, dauerhaft. Verdammt, jetzt haben wir den Flug doch verpasst. Da wollen wir nicht hoffen. Kennt ihr das Level schon eigentlich, einer von euch? Nope, gar nicht. Ich ja. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich habe es schon mal gespielt, aber ich weiß es nicht mehr. Ich habe alle Level, glaube ich, um die viermal durchgespielt. Ja gut, dann werde ich mich mal wohl an dich halten. Ja, wir spielen jetzt auf normal. Also für die Leute, die das LPT bisher schon verfolgt haben, wir sind heute nur mit dem Kampfrussen eigentlich unterwegs. Und eigentlich dabei sollte noch Fenris sein, aber man kann nicht alles haben. Der Flieger setzt zum Landen. Boah, ich musste gerade eben ein bisschen leiser machen. Ich muss jetzt auch das Spiel ein bisschen leiser machen, sonst höre ich euch bei Skype nicht. Alter. Ich dachte so, yeah, alles eingestellt, läuft perfekt und dann... Da kommt da so ein riesen Flugzeug einfach an, ey. So, echt professionell hier. Ist bei dem Spiel eigentlich Friendly Fire? Ich glaub, ja, oder? Nee, lass den schlecht. Pet vorgehen. Nee, bei normal. Halt, stopp. Nee, bei normal gibt es. Halt, stopp, jetzt rede ich. Ja. Bei normal gibt es kein Friendly Fire. Das ist komplett aus. Oh, das ist gut. Was ich euch erstmal sagen kann, ist: grundlegende Regeln fürs gemeinsame Spielen mit mir folgendes. Wenn ihr was findet, dann nicht einfach was schmeißen oder so, sondern immer lieber saven. Das heißt, immer lieber andere Leute angucken, ob sie. Das seht ihr unten links, glaube ich, in der GUI, ob die noch irgendwelche Gegenstände frei haben hier, Mollys oder so. Oh. Dann immer bitte ansagen, wo ihr was findet, denn ich hatte so oft, dass wir deswegen verkackt haben. Okay. Und ja, deswegen, das würde ich sagen, reicht. Und dann einfach fröhliches Gemetzel hier und sitze ich so. Oh, reingehauen, oder? Ja, normal. Und nicht vorrennen. Okay. Nein, ich. Ups. Ich hab grad auf irgendeinen aus Versehen getroffen. Das macht nix. Ach, ist doch nur eine Fleischwunde. Ja. Okay, ja, das ist Team Damage ist an. Hier ist ein riesen Loch in der Tür. Geht durchs drücken, Gewächshaus. Um die Tür zu öffnen. Ah, mit Rechtsklick kann ich zuschlagen, okay. So, und, wenn jemand einen Nighthawk findet, kennt ihr die? Die was? Die Pistole, Nighthawk. Keine Ahnung. Silberne dicke Bombe. Okay. Dann bitte Bescheid sagen, hier ist ein Nighthawk oder so. Er hat nicht auf mich schießen! Ja, ich hab dich gerettet. Dankeschön. Ja, bitte. Sehr lieb von mir. Da kommt ein Spitter. Smoker ist weg. Ich hab den Spitter nicht gesehen. Nicht auf Verbündete schießen. Oh, das war der Pet. Oh, Pet, wie kannst du es wagen? Boah, ich bin ja total irritiert. Ich habe so einen komischen DPI-Knopf an der Maus und ich bin noch total unentschlossen, ob ich den jetzt drücke oder nicht, weil das dann abgeht wie Schmidts Katze, wenn ich den einmal gedrückt habe. Drück den Knopf! Da will ich mal ein bisschen nach rechts, dann habe ich mich schon dreimal umgedreht. Okay. Ist er hier lang? Ich merke schon, wir brauchen einen Rudelführer. Wer möchte? Den Jones, ja, mach du, dass du kennst das Level. Ich bin auch der Älteste. Eben. Die Alten sterben immer zuerst. Ja, danach die Schwarzen. Aber fliegt vor. Okay. Dann Frauen überleben. Frauen und Kinder überleben, richtig. Kampfrussen, du bist auf der sicheren Seite. Ja, habe ich auch gemerkt. Jetzt frag dich mal, was du von beiden bist. Wieso denn nur eines von beiden? Hier ist ein Splitter unterwegs. Hier liegt noch irgendwie ein Adrenalin-Ding oder so. Oh, Adrenalin. Ich warte. Ist das aufgenommen? Hier vorne. Warum hast du dich denn aufgenommen? Mit E kannst du Sachen aufnehmen. Ja, aber der hat mir das bei mir aber nicht angezeigt. Oh, das ist eine Einstellung. Ups, das war ich nicht. Nein. Ich sehe es schon, wir sind das Gefährlichste von allen, nicht die Zombies. Also hier ist genau. Okay, ich schmeiß eben eine Rohrbombe und nehme der andere auf hier. Pass auf!
Und bam. Verbombst du. Das war nicht. Ja, wie heißen die Schade? Oh, Schade. Genau. Ah. Ich spiel zum ersten Mal hier diese ungeschnittene. Das ist ja krass. Du hast eine ungeschnittene? Geschnittene meine, Entschuldigung. So, ne? Ich finde das auch voll unnötig. Bei der ungeschnittenen, da fliegt alles weg, die bleiben liegen und bei der geschnittenen, ich habe mich schon gefunden, wieso. Ja, ich habe auch die geschnittene Version, die ganzen Zombies sind weg, stimmt. Ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Hallo, Jones, nicht weg, nicht weg. Nein, komm mit, hier ist ein Boomer unterwegs erstmal. Ehrlich? Ja, ich tue einfach Untertitel an, damit die Leute halt immer nachlesen können, was ist. Und im Untertitel merkst du vorher, ob was Besonderes in der Nähe ist, denn da steht dann sowas wie Boomer stöhnt und sowas. Du cheatest also quasi. Ja, so. Eigentlich schon. Und der Boomer tobt jetzt. Der legal. Der Boomer tobt. Der Boomer tobt jetzt übrigens. Ich sehe den. Aber ich glaube, wir waren schon richtig. Dann lass uns doch mal wieder zurück. Oh mein Gott, ja. Jones, meintest du nicht, du hast viermal gespielt? Ja, eigentlich schon. Ja, aber ich meine auch, man muss da hoch und dann muss man auch da springen. Ey, irgendwie mag das Spiel, glaube ich, mein Aufnahmeprogramm. Ihr wisst doch, wieder mein Aufnahmeprogramm. Ah, hier geht's weiter. Geht's runter. Da kommt so ein Jockey. Achso. Oh Gott. Ja, und der Dank hat direkt. Ihr wisst doch, wie das ist mit den Wegen. Ich bin wie Gandalf in Moria. An diese Stelle erinnere ich mich nicht. Erstmal warten. Ja, dann folgt deiner Nase. Oh, ja. Ich mal aufhören, mir den Rücken zu schießen. Ups, das war ich jetzt. Oh, hier ist eine Gitarre, die nehme ich mit. Eine Gitarre? Ja, Gitarre ist sowieso das Geilste. Der kann ich auf Zombies haben. Die beiden Rocker. Wir sind die Rockers mit unserem Pac-Man-Video schon. Ich hab zwei Knarren, finde ich viel besser. Molly in der Küche. Klar. Hier liegt eine Shotty oder so, aber ich glaube. Wir haben alle Shotty. Ich hab eine Shotgun. Ich hab die. Will die einer, ja, sonst nehme ich die. Waffen bleiben ewig liegen, die kannst du immer wieder nehmen. Ach so. Aber wir kommen hier jetzt wieder vorbei, oder? Oder doch? Nein, also die Waffen sind. Nein, ich meine, das heißt. Kannst du so oft nehmen, wie du willst. Genau, das ist so. Okay. Das alles drin, das war auch. Wer hat das Auto? Ja, super. Also ich kann auf jeden Fall eins mal der Verteidigung sagen, ich hab auf jeden Fall nicht auf das Auto geschossen. Da stand aber das wieder, war. Lohn gebrannt, also dann verliebt wieder. Dann machst du hier. Ich glaube, ich lasse den Kopf jetzt weg. Ich brauche auch direkt Hilfe. Nein! Nein! Ich lass mich hoch. Das ist auch eine Scheiße. Leck mich fett. Warte, ich hab Hamster schon. Hamster, rette mich, also beziehungsweise verteidige mich. Nein! Die letzten Male auch auf normal. So. Wir haben sogar fortgeschritten angefangen zu spielen. Deutschland, ich bin im Safe Room, ich schaff das. Geschafft. Ich komme. Kann man irgendwie springen? In den Schutzraum, Leute! Ich will gar nicht wissen. Da wollte schon. Oh, renn, renn. Komm schon, Tim. Mach die Tür auf! Renn. Oh, wie du da hinhumpelst, das sieht so geil aus. Das ist nicht witzig. Da ist ein Zombie vor der Tür. Ey, man kann ja doch. Ich hab noch 8 Leben, Junge. Oh. Und Jones, du hast die Leben abgezogen. Ja, es ist Team Nemesis an. Gibt's doch Friendly Fire. Ja, da gibt's das wohl doch. Aber ohne Mist, was man schon wirklich sagen kann, auf fortgeschritten ist das Friendly Fire unnormal heftig. Ja, ich glaube, das ist unnormal härter. Also, zweites Level, der klar. Ich hab die meisten Infizierten getötet. Lief doch recht gut. Es lief vor allen Dingen gut, weil ich dachte, Scheiße, durchrennen, wir schaffen das.